Unser Ausflug heute geht zur Höhle Altenbesig. Wir starteten von Ingekum aus mit unserem Mietauto. Die Fahrt führte uns durch die wunderschöne Landschaft des Taurusgebirges. Das Highlight der Region Omana ist die Altenbesig-Höhle mit dem drittgrößten Höhlensee der Welt und der Ort Omana mit seinen osmanischen Knopfhäusern. Deswegen werden hierher täglich Ausflugsfahrten organisiert. Die Knopfhäuser könnt ihr in einem anderen unserer Videos sehen. Hier bot es sich an, eine kleine Pause einzulegen. Was für eine tolle Aussicht! Und diese Stille, keinerlei Geräusche von menschlicher Zivilisation, nur die Natur war zu hören. Wir waren fasziniert. Die Höhle befindet sich im Nationalpark Altenbesig. Wir bezahlten 15 türkische Lira für die Fahrt zur Höhle. An der Höhle angekommen, waren wir sehr erfreut, dass keinerlei Touristen anwesend waren. Der Eintritt hier kostete auch 15 türkische Lira und wir bestiegen ein Schlauchboot. Unser Guide erklärte uns auf Englisch die Besonderheiten der Höhle. Das Wasser ist klar. Uns faszinierte die Farbe des Wassers, das türkisblau ist, aber sodahaltig, deswegen gibt es keine Fische. Nach Angaben unseres Guides ist die tiefste Stelle 20 Meter. Der Wasserstand schwankt zwischen Sommer und Winter um 4 Meter. Die natürliche Felsenbrücke ist ein Highlight. Und bei diesem Anblick kommt einem sofort Herr der Ringe in den Sinn. Es gab daneben noch eine zweite Brücke. Diese ist eingestürzt und liegt im Wasser. Die Bruchstücke sind noch zu sehen. Der Name Altenbesig bedeutet goldene Wiege. Ihren Namen bekam die Höhle durch den natürlichen Felsblock, der sich in dem mittleren Bereich des ersten Stockes befindet. Die Form des Felsens sieht aus wie eine Wiege. Und die Farbe der Mineralien haben eine gelbe Farbe. Der ganze Bezirk, in dem sich die Höhle befindet, wurde 1994 zum Nationalpark erklärt und wird Altenbesig Nationalpark genannt. Hier befindet sich eine sehr reiche Fauna und Flora. Im Winter strömt Wasser im hinteren Teil in die Höhle und bildet einen Wasserfall. Jetzt kann man nur die Tropfsteine bewundern. Vielleicht werden die Pläne noch verwirklicht und eine Treppe zur zweiten Ebene in 40 Meter Höhe gebaut. Dies wäre dann ein Grund, nochmals die Altenbesig-Höhle zu besuchen. Die Höhle besteht aus drei Kammern. Der gesamte Höhlenbereich ist 5500 Meter lang.
Es gibt auch einen zweiten See, der ungefähr die gleiche Größe hat. Nur ist dieser Bereich noch nicht erschlossen. Wir verließen wieder die Höhle und unser Guide ruderte uns durch den gewaltigen Eingang, der über 20 Meter breit und 6 Meter hoch ist, nach draußen.